Wir sehen Perser auf der Flucht. Das gefällt uns natürlich sehr gut. Dass die sich gesammelt haben, gefällt uns jetzt nicht so richtig gut. So, das Gefecht der Fernkämpfer gegen diese dezimierten Hopliten setzt sich fort. Die machen jetzt aber auch kaum mehr Schaden, zum Glück. So, und hier haben wir den nächsten Flankenangriff gegen uns und die Panik. Sehr ausgeglichen immer noch. Schauen, halten die hier stand? Ja, diese Runde nochmal ein Nahkampf gegen den nächsten. Zwangspanik, wow. Uha, die massierten Peltasten treten die Flucht an. Hier oben jetzt auch der Flankenangriff. Genau, das war ein bisschen unglücklich, dass wir da hinterhergegangen sind. Und die nächste Panik. Zum Glück haben die angrenzenden Einheiten standgehalten. Gegen die Kavallerie auch. Oh, die haben auch schon richtig Männer hier verloren. Straton, unser Oberbefehlshaber. Ja, und wird jetzt in der Flanke bedroht natürlich. Ach, das ist hier verflixt und zugenäht. Hier nochmal ein Unentschieden in der, im Reitergefecht. Ja, und die stehen jetzt hinter uns hier. Dafür haben wir hier die gegnerischen unerfahrenen Hopliten geschwächt. Aufgelöst, aufgelöst. So, mal gucken. Die Geschwächten hier. Nee, das war nur unentschieden. Nochmal die Sparabara hier bewerfen. Komm hier runter. Wir haben hier drüben noch den Kollegen, der kann sich aber auch nicht mehr drehen. Gehen wir nochmal hier rüber. Scheuchen wir die davon. Aber wir hätten sie erst mit den Einheiten hier angreifen sollen, ne? Wir rechnen uns trotzdem aus. Hm. Die müssen hier in den Rücken kommen, schnell. Die könnten jetzt drehen. 1, 2, 3, da wird er uns erwischen. Müssen wir drehen. Und die verfolgen. Vielleicht kriegen wir die Kavallerie sogar. So, gegen die geschwächten Hopliten. Ja, Panik. Panik, Panik. Damit haben wir schon fast den Verlust unserer massierten Peltasten wieder ausgeglichen. Ach, das war wieder ein Fail. Oh, ich bin zu hektisch. Hätte gucken sollen. Sie stehen im Sumpf. Und das in das Gelände, das man reingreift, das zählt halt. Hm. Gar nicht gut. So, wir bedrohen ihn im Rücken. Können die hier wegkommen? Die werden stark ungeordnet sein im Wald. Der Feind aber auch. Bis auf die Bogenschützen. Vielleicht können wir uns hier durchschlagen. Versuchen wir das doch mal. Wenn wir die davonjagen, dann stehen uns die wahrscheinlich im Rücken. Das können wir nicht. Hier rüber können wir aber kommen. Ja, und hierhin oder hier rüber, dass wir die Sparabara schlagen. Das scheint mir eher das lukrativere Ziel zu sein. Da wollen wir nicht angreifen. Das war's. Ja, das war wieder ein blödsinniger Angriff meinerseits. Wie sind die denn hier? Stark ungeordnet, mittelmäßig. Und wir sind stark. Naja, immerhin ist dann die Differenz nicht so super groß gewesen, aber schon existent. Schon existent. Hm. Es hält sich bisher die Waage. Jetzt kommt es darauf an, ob wir solche unglücklichen Flankierungen gegen uns demnächst verhindern können. Was natürlich schwierig wird, weil wir so weit auseinandergezogen sind. Mal gucken. So. Da wollen wir noch mal schauen. Was passiert denn hier noch? Ja, Zwangspanik. Genau, das habe ich nämlich erwartet, dass das jetzt doch noch passiert. Jetzt werden die Plänkler auch noch hier angegangen.
Sieht nicht so gut aus für uns. Die nächste Zwangspanik da oben. Straton, ja, der ist im Wald jetzt noch überfallen worden, wo er halt in Unordnung war. Gefällt mir nicht so gut. Ah, Kavallerie holt nur unentschieden raus gegen den geschwächten Feind. Gucken, ob wir hier noch was erzwingen können. Das wird wahrscheinlich auch nicht zu unseren Gunsten ausgehen. Da kommt noch der Kavallerieangriff aus dem Sumpf raus. Uns gleich mal genauer angucken, wie das da aussieht. Oh, Oberbefehlshaber hat sich direkt darauf gelöst. Was ich jetzt erstmal probieren möchte, ist ein Angriff 4. Ich hoffe, wir greifen auch die Kamelreiter noch mit an. Tja, offenbar nicht. Dann machen wir das mal so. Ja, Panik bei der iranischen Kavallerie. Und Flankenangriff, Feind geschwächt. Ja, aber unsere Kavallerie lässt sich zurückfallen. Naja, und wir haben jetzt Barabara im Rücken stehen. Das ist natürlich blöd, dass sie jetzt dahin gezogen ist. Sehr unglücklich, sehr unglücklich. So, kann der weg, wenn wir ihn in der Kontrollzone haben? In der Doppelkontrollzone. Ja, kann er. Wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er da noch wegziehen darf. Naja, dann machen wir hier eine kleine Scharade. Zermürbt, aber lässt sich zurückfallen. Ah, schade, keine Punkte für uns. Er gammelt hier hinten immer noch rum. Naja, das sind halt Safe Points sozusagen, weil der die Einheit nicht auch noch vom Feld jagen kann, aber ach, das ist wieder super blöd hier gelaufen. Da mal deutlich zu unseren Ungunsten gewendet, das Ganze. Oh, standgehalten. Buh, aber die haben auch schon 100 Mann verloren. Vielleicht können wir hier durch den Flankenangriff nächste Runde was rausholen. Das Ding ist halt in den Sumpf rein, kriegen wir wieder hier den stark ungeordneten Malus. Mal schauen, ob das ausreicht, dass der Gegner da ungeordnet ist, mittelmäßig. Aber er ist schon 10% uns voraus. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht. 6 Runden haben wir noch. So, die persischen Bogenschützen haben uns ja ziemlich zugesetzt. Hier flieht eine persische Kavallerie, beziehungsweise sind das ja iranische gepanzerte Bogenreiter. Hier drüben halten wir zum Glück noch Stand. Wichtig, wichtig. Damit wir hier den Flankenangriff rausbekommen. Ja, und die feindlichen Bogenschützen schwärmen um unsere Plänkler. Drumherum. Das ist ja interessant, die Kamelreiter sind da stehen geblieben. Aha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Standgehalten hier oben. Im Nason. Hier werden unsere Bogenschützen jetzt wahrscheinlich die Flucht antreten, ja. Oh Mann, wir müssen jetzt hier mal so ein paar Gegner festnageln und ein paar Siege hier erzwingen. Super wichtig. Also, als erstes gehen wir mal hier rauf, die weichen aus und stehen da jetzt. Wir können sie leider nicht erreichen. Ach, schade. Die drehen sich um, kommen hier zurück. Hier werden wir mal Peltasten-Action machen. Sogar eine Base rausgeschossen. Selbst die Reiterei kann da nicht angreifen. Doch, kann sie doch. Ah, sie war nur gebunden. Dann bitte den Flankenangriff auf die Kamele, auch wenn uns das in Unordnung versetzt. Aber wir haben sie sogar zermürben können. Das sind natürlich gute Chancen für den anstehenden Nahkampf. Und wir haben hier Gegner im Rücken, deswegen drehen wir uns den Sbarabara mal zu.
sieht es hier oben aus. Einmal bitte den Angriff hier. Kommt da noch ein Folgeangriff zustande? Nein. Bogenschützen weichen auch aus. Kriegen wir hier noch einen Angriff auf die Sparabara? Leider nicht. Die müssen hier weiter rum. Die sollen hier den Reitern in den Rücken fallen, wenn wir so lange noch durchhalten. Und hier bitte geschwächt der Feind und unentschieden. Ach, ärgerlich. Ah, unserem Stand gehalten, auch wenn wir den Kampf verloren haben. Und hier steht es auch 60 unentschieden, 40 Niederlage. Unentschieden it is. So, die Reiter weiter neutralisieren. Und hier bitte Nahkampf, die laufen davon. Und unsere geheime strategische Reserve, Hoplitensöldner, kann sich auch langsam mal auf den Weg machen. Hier rüber. Ja, verrückt. Also, er ist hier doch dann noch weggekommen mit den Einheiten und ja. Das ist interessant. Seine Bogenschützen haben halt schon krassen Schaden gemacht, auch wenn die schon lange keine Munition mehr haben und so. Deswegen sieht es hier so schlecht für uns aus. Aber es ist ja noch von der Differenz der Verluste relativ ausgeglichen mit 12% Differenz. Das geht noch, würde ich sagen. Mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich fürchte fast, dass wir hier oben die erfahrenen Hopliten verlieren werden. Es sei denn, wir kriegen mit den Söldnern hier nochmal gegen den Vishtaspa, diesen Unterfeldherrn hier, einen guten Sieg hin. Allerdings ist der im für ihn vorteilhaften Gelände. Von daher, da greifen wir rein an und dann dadurch sind wir halt stark ungeordnet. Was ein großes Problem ist, falls die hier standhalten sollten, die nächsten beiden Nahkämpfe, können wir halt die gegnerische Kavallerie auch noch flankieren. Das wäre schon eine hübsche Sache. Aber das, ja, er hat hier quasi das offene Gelände relativ gut überbrückt. Steht jetzt selber hier wieder im Wald drin mit den Sparabara, wo sie halt im Vorteil sind, wo wir ihn schlecht packen können. Einzig ist diese Einheit hier noch, ob wir die erreichen, ohne von der gegnerischen Kavallerie angegriffen zu werden, das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. So, halten wir den persischen Bogenschützen noch stand hier oder nicht? Das ist die große Frage. Können wir jetzt endlich mal einen guten Schlag gegen sie führen? Hier halten wir auf jeden Fall stand, das ist sehr gut. Ja, das ist halt das Problem, dass wir da in das unebene Gelände reinkämpfen. Und hier schwärmen weiter die persischen Bogenschützen. Die ziehen sich zurück, die wir da zermürbt haben. Müssen wir mal gucken, dass wir denen vielleicht hinterherkommen mit den Speerwerfern. Und jetzt geht hier das Geplänke los gegen die Hopliten. Ja, kein Schaden, das ist gut. Drei. Jawohl, die Kamelreiter in Panik. Machen die einen Folgeangriff hier noch? Die waren jetzt nicht so weit weg, mal gucken. Mal gucken, mal schauen. So, hier geht's bitte weiter. Können sich nicht mehr drehen, aber haben sowieso Munitionsmangel. Also passt das schon. Angriff auf die Turioforoi, wollte ich gerade sagen. Turioforoi hätte es auch geheißen, aber das sind natürlich Sparabara. Und die hier sind jetzt langsam in Bredouille. Also wie die Reiterei wirklich, wirklich schlechter steht. Wirklich, wirklich schlecht. Gucken, die sind geschwächter im Wald. Und die sind tatsächlich noch gefestigt, obwohl wir... Ah, sie stehen im offenen Gelände. Ich dachte, sie wären im Wald. Haha. Dann sollten wir da doch ganz gute Siegchancen haben. Ah, standgehalten, das ist natürlich blöde. Und hier hindert uns jetzt das Moor, der Sumpf hier dagegen. Hindert uns daran. Okay, die haben wir schon mal rausgejagt, das ist gut. Die können natürlich aber wiederkommen, müssen wir daran denken. Das hindert uns hier daran, hier den Flankenangriff zu machen, weil es zu viele Punkte kostet. Hier kommen wir nicht hinterher.
Kommen wir doch. Da war die Kontrollzone hier im Weg. Und die... Bewegen kostet 9 von 10 Punkten nämlich. Starke Unordnung. Können auch hier hinziehen und uns schon mal drehen. Ja, dann haben wir nächste Runde da den. Jetzt die Frage, halten die hier stand? Oh ja. Ich hätte auch den Kampf übrigens als erstes machen sollen. Unentschieden. Wow, dass die noch durchhalten. 35% Chance für eine Niederlage. Tja, und jetzt haben wir den Quark hier noch. Lassen wir uns zurückfallen. Ach, geschwächt, Mist. Jetzt ist das Ding, ich will eigentlich hier unten unterstützen, ne? Beziehungsweise verhindern, dass die Kavallerie mich hier packt. Gleichzeitig sind hier oben noch Reiter. Ich muss mich umdrehen, es wird sonst nichts. Die können dahin zurück. Dann kann der uns nicht mehr angreifen. Der aber schon. Ja, standgehalten. Das war super wichtig. Okay. Ah, knappes Ding. Jetzt wieder ausgeglichen, ne? Wir sind 46-40. Also, wenn wir jetzt hier die Sparabara niedergerungen kriegen, dann sieht es für uns wieder besser aus. Und wir haben nur noch 4 Runden Zeit. Also, können wir in den nächsten Runden noch die Entscheidung herbeiführen? Das ist die große Frage. Oder wird es hier über die Zeit getragen? Mal schauen. Perser lösen sich auf, persische Kavallerie flieht, die sammeln sich da im Sumpf noch, das ist natürlich ärgerlich, die Kamelreiter sind von der Karte geflohen. So, halten unsere hier durch, das ist die spannende Frage, wir sind zermürbt, nein, bitte nicht. Ach, das ist so ärgerlich. Ja, das hat er gut gemacht, damit schützt er hier seine angeschlagenen Bogenschützen. Und die fallen uns hier nicht in die Flanke. Okay. Warum konnten die jetzt nicht fliehen? Waren die noch im Verfolgungsmodus? Hier haben wir die Sparabara geschwächt. Das ist schon mal sehr gut. Oh, und die Peltasten werden auch erwischt. Mann. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Da halten Stand. Na endlich. Die sollten wir hoffentlich nächste Runde haben. Oder in unserem Zug. Das ist wirklich spannend. So. Scheuch die mal weg. Kann eigentlich, darf ich da nicht angreifen, weil hier die überall stehen. Entschieden ist auch ärgerlich. Hier gegen die Geschwächten. Zermürbt, das ist gut. Ja, die sind weg. Gut, gut. Können wir hier noch irgendwie drehen oder irgendwas machen? Nee, leider nicht. Also sehr ausgeglichen hier, ne? 45%, 48%. Flankenangriff bringt hier fast nichts. Wow. In der Hoffnung, die in die Flucht zu schlagen. Trotz des halben Angriffs, nein. Da wäre es wahrscheinlich sogar besser, wenn die jetzt hier verschwinden würden, also verlieren würden.
Das natürlich viele Punkte kostet, unentschieden, unentschieden. Weil die da in den Sumpf anzugreifen, ist eigentlich eine schlechte Sache. Das Einzige, was wir da machen könnten, wäre halt einen Abnutzungskampf zu führen, in der Hoffnung, dass der zu unseren Gunsten ausgeht. Kein Moraldrop beim Gegner. Und dass der sich hier wieder gesammelt hat, die Sparabara-Einheit, ist auch wirklich, wirklich ärgerlich für uns. Schade, wir haben das Momentum verloren. Das sah so gut aus, eine Zeit lang. Aber Zeiten ändern sich. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Also 3 Runden jetzt noch. Und momentan führen die Perser mit 3%. Die Perser lösen sich auf. Die Kavallerie kommt zurück. Ja. Hier sind wir in Panik. Die sind auch in Panik. Oh, wir sind fast über die 60%. Gespannt, wie das weitergeht. Unentschieden hier, Kavallerie auch. Da können die ja noch hier rüber kommen. Nahkampfangriff auf die Spieße hier unten. Ja, und die Bogenschützen beschießen weiter. Die Hopliten machen zum Glück keinen Schaden. Hier haben wir jetzt die Panik erzwungen. 10% Differenz trotzdem, ne? Hier, Feind zermürbt. Kommen wir an die ran, ist die Frage. Okay, da hat er die Kavallerie jetzt rausgenommen, damit wir ihnen hier nicht in die Seite kommen. Die verfolgen auch weiter, das heißt, sie sind erstmal eine Weile raus aus dem Kampf. Hier müssten wir ein unwegsames Gelände angreifen, das ist natürlich unschön. Und da gibt es auch immer noch die Reiterei. Von daher werde ich da einfach stehen bleiben. Gucken, ob wir die Geschwächten vielleicht noch weiter runterkriegen. Das sieht momentan erstmal nicht so aus. Prozent gegen die Reiter. Das ist echt dann jetzt hier ein Abnutzungsding. Ach, Mist. Zum Glück standgehalten. Ja, und hier 40% gegen uns. Kann nur hoffen, dass sie sich zurückfallen lassen, was sie leider nicht tun. Und hier steht die Reiterei in unserem Rücken, der wir uns jetzt auch erstmal wieder zuwenden müssen. Ich hatte gehofft, dass die ein bisschen länger draußen bleibt. Ja, aber das ist wirklich knapp. Also das momentan sieht es gut für Butterblümchens Perser aus, dass er uns hier vom Felde schiebt. Wir haben noch diese letzte Einheit hier unten in der Reserve. Und 2 Runden nur noch. So, wir sehen persische Sparabara, die sich sammeln, welche die fliehen. Hier oben gehen die Kämpfe gleich weiter. Ja. Oh, lasst euch doch zurückfallen, Leute. Weiter beschossen. Ja, jetzt beschießen sie uns da oben. Kavallerie weicht aus. Nahkampf haben wir verloren mit den Wurfspießschützen, aber standgehalten. Ja, die Mobilität der Kavallerie jetzt. Sieht nicht gut aus für uns, würde ich sagen. Weil unsere Einheiten doch auch alle angeschlagen sind und er jetzt durch seine Kavallerie die höhere Mobilität hat. Auch wenn die hier noch im Verfolgungsmodus waren. So, wir sind am Zug. Tja, aber was sollen wir noch großartig machen? Die haben auch schon fast 200 Mann verloren. Hier rein anzugreifen ergibt wenig Sinn, aber ich mach's trotzdem. Immerhin kann er uns dann nicht mehr beschießen und wir können hier einen Abnutzungskampf führen. Ja, und jetzt haben wir hier diese zermürbte Einheit, die ich gerne werfen würde, aber dann habe ich die Kavallerie im Rücken. Außerdem kann ich in der schrägen Bewegung nicht hier hinkommen. Warum nicht? Wie viele Punkte habt ihr? 10, 6, 10 müsste doch reichen. Kostet 8 Punkte. Ach so, weil es Hopliten Bürger sind, die sind unflexibel. Ja, okay. Verstehe. Und wenn wir euch hier hinstellen, könnt ihr euch nicht mehr drehen.
Hier könnt ihr euch drehen. Ich meine, die Kavallerie muss sich ja auch erstmal drehen, bevor sie uns angreifen kann. So ist es ja nicht. So, unsere heimliche Reserve. Schauen wir mal, ob die Wurfspieße hier nochmal standhalten, sonst wird es gleich sicherlich schon vorbei sein. 59, 1% fehlt noch für den persischen Sieg. Unentschieden, unentschieden. Ja, immerhin haben wir eben aber eine Base rausgenommen. Das ist auch schon mal wichtig und wertvoll. Ja, und hier, wie gesagt, der rennt jetzt einfach vor uns weg, beschießt uns weiter, bis wir da ebenfalls verloren haben. Hoffentlich sammeln die sich nicht nochmal, dass wir vielleicht trotzdem wir dann in den Wald angreifen, die noch werfen könnten. Das wäre super, wenn wir denn überhaupt so lange noch stehen. Wie gesagt, 1% fehlt jetzt noch. Wenn er irgendwie eine Einheit wirft, dann ist das Ganze vorbei. Wir haben hier oben noch die Einheiten. Den einen schicke ich mal in Richtung der Kavallerie und den hier weg von den Bogenschützen, hier mit rüber in den Bereich, dass wir hier nochmal unterstützen können, auch wenn das mit dem Sumpf halt super unglücklich ist. Obwohl der Gegner stark ungeordnet ist, gilt das für uns natürlich auch, weil wir da rein angreifen. Das ist das Problem. So, es ist vielleicht entschieden, wir wissen es noch nicht. Ah, standgehalten, es wäre mir lieb, wenn die sich da zurückfallen ließen aus diesem Sumpfkampf daraus. Ansonsten Beschuss, Beschuss, die Kavallerie weicht weiter aus, ja. Ein Prozent fehlt General Butterblümchen jetzt noch zum Sieg. Ja, die Kavallerie steht jetzt hinter uns. Das Einzige, was wir hier vielleicht noch erreichen können, ist das da. Das wird uns aber auch nicht. Oh, zermürbte Peltasten. Wird uns auch nicht auf. Oh, und hier ist er einfach vorbeigegangen mit den Sparabara. Habe ich das richtig gesehen? Und jetzt bin ich bei 55. Warum? Was ist passiert? Was von ihm ist denn geflohen? So, Abnutzungskampf mit der Hoffnung auf einen Sieg. Unentschieden. Hier kommen wir nicht ran. Oh, verdammte Axt. Ich komme da nicht ran. Es kostet zu viel Punkte, weil sie unflexibel sind. Na egal, ich muss es tun, in der Hoffnung, dem zu widerstehen. Dann haben wir hier die Flankierungschance und die Chance, die vielleicht wegzujagen. Hier ist er einfach an uns vorbeigegangen. Okay. Die lassen sich hoffentlich zurückfallen. Ne, tun sie nicht. Die müssen sich erst noch sammeln. Ach, die haben sich gesammelt, glaube ich. Das war der Punkt an der Stelle. Unentschieden. Wieder verloren, wieder standgehalten. Wir müssen sehen, dass wir da schnell in den Rücken kommen. Hier rennen wir jetzt sinnlos der Kavallerie hinterher, während die Bogenschützen uns weiter verfolgen und beschießen können. Die Reiter haben sich jetzt umgedreht. Aber die können auch in das unebene Gelände eigentlich eher nicht so gut gehen. Aber die Einheit wird ja niemals da oben ankommen. Ach so, und 0 Runden übrig. Also gucken wir doch mal. Das dürfte jetzt ein kleiner Sieg für die Perser sein. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt abläuft. Ach nee, noch nicht. So, was passiert denn hier jetzt noch? Die Rundenzeit ist vorbei. Die Bogenschützen sammeln sich ja nochmal. Die Peltasten halten erstmal Stand, aber da stehen ja noch Sparabara. Okay, die haben auch noch mal eine Base verloren. Zwangspanik, wow, damit sind wir wieder bei 59%. Gibt's ja nicht. Hier unentschieden, unentschieden. Nahkampf unentschieden. Hier kommt tatsächlich noch der Flankenangriff. Oh, der wurde abgewehrt. Der wurde einfach abgewehrt. Ja, und jetzt kommt die Kavallerie vor, aber die kann auch nicht mehr eingreifen. Die sammeln sich auch. Naja. So, obwohl es ihnen gelungen ist, die drohende Niederlage bis zum Anbruch der Nacht abzuwenden, müssen sie sich in der Nacht zurückziehen und dem Feind das Schlachtfeld
überlassen. So sieht's aus, ein taktischer Sieg für die Perser an diesem Tag. Aber Reisender, wenn du nach Sparta kommst, ihr kennt die Geschichte. Danke fürs Zusehen. War ein weiterer Sieg, ein knapper Sieg zugegebenermaßen. Zwischendurch sah es da ganz gut aus für uns, für General Butterblümchen. War eine sehr verrückte, aber sehr spannende Schlacht. Ich hoffe auf weitere Aufeinandertreffen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.